Servus, hallo, ich grüße euch. Und zwar die erste Skitour im Jahr 2022 führt mich nach Fendt. Habe ein Stückchen abgekürzt. Ich bin jetzt mit dem Sessellift hochgefahren von Talstation in Fendt von 1890 Meter. Geht es hier hoch mit zweimal Sessellift auf 2646 Meter. Kann man gut abkürzen. Die Auffahrt kostet mit beide Sessel 18 Euro. Der Vorteil, wo ihr dabei aber habt, ist, ihr könnt unterm Tal parken und zahlt dafür keine Parkplatzgebühren mehr. Das ist dann in der Auffahrt mit drin. So, hier sieht man das wunderschön. Hier unten ist der Parkplatz. Fährt man Wildspitzbahnsessel hoch. Hier ist noch der Stablein auf 2354. Dort will es Mannle. Die Sesselbahn hoch ist bei der Bergstation 2646. Dann eine kleine Abfahrt 3A hier runter bis ins Rovenkar. Und dann geht es jetzt mit der Tourenski auf dem Fell bis zur Breslauer Hütte. Da oben werde ich dann heute übernachten. In Natur sieht es so aus, in die Richtung da oben, ich hoffe man sieht es, da ist schon die Breslauer Hütte. Das ist jetzt mein heutiges Ziel. Jo, von hier oben so den Ziehweg kommen wir runter. Hier heißt dann anfällen. Dann drehen wir uns auf die andere Seite. Ja, jetzt sieht man schon da oben schön die Breslauer Hütte. Die Spur zieht sich jetzt, im Gegensatz zum Sommer, geht es ja hier in der Mitte hoch. Zieht sich die Spur, so wie es aussieht, jetzt hier links hinter entlang und dann hier in Spitzkehre geht es hoch zu dem Master und von dort aus dann endlich hoffentlich auf die Breslauer Hütte. Ja, da freue ich mich schon drauf. Wetter ist Bombe heute, 8 Stunden Sonne sind angesagt. Morgen noch nicht ganz so viel, deswegen auch da muss ich mich überraschen lassen. Aber im Schnee, wie die Voraussetzungen sind, es gibt Triebschnee, muss man oben erst mal schauen, wie es dann tatsächlich aussieht, ob man weitergehen kann, ob das Ganze sicher ist. Also, los geht's! Was für ein grandioser Ausblick, oder? Wahnsinn. Hinter zieht es ein bisschen zu, okay? Aber hier vorne rüber zu ist wunderbar. Ja, ich drehe mal die Kamera rum. Einmal hinter mir. Breslauer Hütte, 2844 Meter. So als circa eine Stunde im Aufstieg von dem Stück unter zum Auffälle. Jetzt werde ich mein Nachtquartier aufschlagen. Den nehme ich mal mit in den Winterraum rein. Zeige euch mal, wie das Ganze da drin aussieht. Bis jetzt bin ich nur alleine da, aber es ist noch früh am Tag. Ja, also wir haben es gerade mal 13:30 Uhr. Von dem her ist eine Überraschung. Vielleicht kommt jemand dazu. Die Kamera nochmal drehen. In die Richtung. Da ist dann der Aufstieg zur Wildspitze. Mal schauen. Wenn morgen noch ein paar Meter Lauf. Da kommt jemand entgegen. Den kann ich fragen, wie es war. Perfekt. Also hier oben von der Terrasse runter. Stoßen wir hier genau auf den Winterraum zu. Einmal unten rum, von der Seite rein. Zweite Türe ist das Holzlager, damit man Feuer machen kann, weil es ganz schön frisch wird hier oben. So, Holz habe ich schon mal geholt. Das heißt, erst mal gemütlich machen und Ei heizen. Das heißt jetzt zum Brennen bringen. Zum Glück habe ich Holzspäne dabei. So, da rein, jawohl. So, einer ist hier unten. Gastraum. Hoppla. Hier oben zweitere Schlafplätze, wenn unten drin alles belegt ist. Hier ist Waschraum und Toilette. Jawohl, ja. Ich rate mal, Strom wird wahrscheinlich nicht an sein. Dann werde ich erst mal aktivieren müssen. Jo, hier Schuhe, Garderobe, keine Skischuhe und Wanderschuhe mit im Gastraum. So, hier sind die Schlafmöglichkeiten von unten. 5, 10. Jo, schöner Aufenthaltsraum. Hier ist die Küche, da ist jetzt Feuermacher. Und nachher ein bisschen Tee kochen. So, Tarif haben wir hier auch. Erwachsene Mitglieder 14 Euro.
Jawohl, ja. Das ist absolut cool für so gute Hütte hier. Strom hat es auch. Da bin ich schon ganz glücklich. Ja, das wird mal mein Teewasser und mein Nudelwasser. Nur ein Stückle weg davor, gell? Naja, ich kämpfe mir vor. Das ist ein bisschen geschickt. Wenn es draußen Schnee hat, kann man direkt den Schnee hier reinkippen und schmelzen. Teewasser und auch für nachher meine Nudeln. Mit kleinen Töpfchen kann man dann das schön kochen. Weil wenn kein Schnee draußen liegt, so toll wie jetzt, dann muss man 300 Meter zur Quelle runterlaufen und muss dann Quellwasser holen. Ja, das ist schon so ein kleiner Vorteil. Jetzt kriegt er, juhu, so wird hier gekocht, gell? Absolut cool. Wasser habe ich jetzt genug. Das reicht auf jeden Fall für heute. Teewasser ist auch schon fertig. Das hat hier gekocht. Die Kanne wird voll. Ja, und warm wird es auch so langsam. Schlafplatz habe ich dahinter schon eingerichtet. Ja, also jetzt muss ich gucken, dass die Hütte so richtig ein bisschen Wärme abkriegt. Dass wenn ich heute Nacht schlafe, nicht friere wird. Guten Morgen. Das war die Nacht. Winterhaus. Breslauer Hütte. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Informationen geben, zeigen, wie das hier so ist, wie sich das abspielt. Ich von meiner Seite aus werde jetzt ins Tal abfahren. Ich drehe mal schon die Kamera. Hier hoch zu geradeaus wird es weitergehen Richtung Wildspitze. Wieder zurück auf mich. Allerdings bin ich wirklich ganz alleine unterwegs. Es war schön, mal eine Nacht alleine auf so eine Hütte zu verbringen. Ganz tolle neue Erfahrung. Allerdings ist Skigebiet unten nicht mehr geöffnet. Und gestern sind zwei mir entgegengekommen, die hier runter sind, wo ich auf der Hütte war. Die haben gesagt, also oben mehr Steine, wie das man fahren kann. Und ich habe auch hier bei der Hütte schon festgestellt, dass wir wahnsinnig einen Triebschnee haben. Die Lawinenwarnstufe ist zwar nicht hoch eingestuft, aber wir haben hier eine Firnauflage und ca. 1 bis 1,50 Meter hohen, teilweise losen Schnee drunter, Triebschnee und dann erst drunter wieder die feste Schicht. Und da kann es natürlich schnell passieren, wenn man da ein Schneebrett löst, dass sich eine Lawine ins Tal aufmacht. Und ja, es ist einfach besser. Die Hütte, das war cool, tolles Erlebnis. Ich gehe jetzt runter und wie gesagt, tolle Information. Vielleicht können wir sowas auch mal machen. Vielleicht kann man auch bei besseren Bedingungen weiterlaufen. Selbst mit dem Winterhaus, dann macht einen Daumen hoch, drückt auf Abonnieren, seid immer dabei, wenn es heißt Alpin Michel on Tour. Ja, bin schon wieder fast eine Stunde. Das Stück ist dann ja zurücklaufen zur Piste. Hier oben das Steilstück war das heikelste. Dann hier diesen Zickzack. Und ein bisschen schön schwingen konnten wir auch schon. Vom Schnee her war es jetzt genau richtig, weil es morgens ist. Jetzt ist noch richtig feste Firne oben drauf, dass man richtig in den weichen Schnee, in den Triebschnee nicht reinkommt. Deswegen hat man ganz cool runterfahren können, ohne Gefahr Schneebretter zu lösen. Ja. Genießt nochmal die schöne Bergwelt. Ja, und als besonderes Schmankerl jetzt eine komplett frisch präparierte Piste, da der Liftbetrieb erst jetzt losgeht, wie für mich gerichtet hier. Es ist zwar kein Powder wie Schnee, aber das ist auch mal geil, so Autobahn zu fahren. Woo! Bis dahin, ciao, bye bye.